Hallo und herzlich willkommen bei Erwecke deine Schöpferkraft. Heute mit Michael Mora und Eva Maria Mora, die uns netterweise das Gespräch übersetzen wird. Michael, it's so good to have you here. Thank you. Wonderful to be here. Thank you. Ja, Eva Maria, das ist der Mann, der dich nach Amerika gebracht hat. Und wir freuen uns, dass ihr hier seid und wir von ihm über die Schöpferkraft von seinem Ursprung vielleicht was erfahren dürfen, weil er kommt aus Arizona und der Ursprung liegt bei den Indianern. She says that you're the man that brought me to Arizona. Oh yeah. No, the man that kept you in Arizona. Yeah, in Arizona. We met in Arizona. And I have to add, you're not from Arizona. Das kannst du nicht wissen, nur damit sich's nicht vertausendfacht hier. Er kommt aus Los Angeles, der Stadt der Engel. Ah. Passenderweise. Passenderweise, ja. Ja. Ein Angel. Und der indianische Ursprung, der ist auch dort in Los Angeles. She wants to know about your origin, the Native American origin. In New Mexico, around the 1600s, that's the earliest we can trace an ancestor named Andrea. We have a birth certificate, late 1600s, from the Spaniards in New Mexico. And she wants to know the Native American origin. It's a Pueblo Apache and a few other native groups. Also, sein Ursprung geht viele hunderte von Jahren zurück und zurück auf die sogenannten Pueblo-Indianer, die zu der Zeit in New Mexico gelebt haben und dann gewandert sind. Spannend. Und gibt es dort von diesem indianischen Ursprung, was ihr jetzt noch lebt auch und was er vielleicht in euer alltägliches Leben auch mit reinbringt, ja? Was sind da so die Momente? She wants to know about the Native American traditions, the origin that you're still living today, that has an influence on our relationship in our life, if there's anything left that we practice or so. Everything's a relationship. The relationship you have between a husband and wife, the relationship you have with the earth, the relationship you have with the universe, everything is a relationship. Also die Antwort ganz knapp ist ja. Mhm. Und er erklärt, dass er das Bewusstsein hat, dass alles eine Beziehung ist zwischen Mann und Frau, aber auch zwischen uns, ihm, Mutter Erde. Mhm. Eine Beziehung mit dem Universum, also ein ganz anderes Bewusstsein. The most important relationship is the one you have with you. We're taught from very little that we to love ourselves, to have confidence in ourselves, to go after the things we love, what we want to do. So we have very good relationship with who we really are. Und das ist sehr spannend und im Unterschied zum westlichen Bewusstsein, das Native-Bewusstsein ist, dass sie schon von klein auf ermutigt werden, zu gucken, wer sie sind, was ihre Talente sind, was ihnen Spaß macht und das wird gefördert. Ist das nicht ein wundervoller Ansatz? Wirklich, das kann man ja wirklich so aufnehmen, dass das wirklich von Anfang an geschaut wird, wer ist denn diese Seele, die da gekommen ist und was hat sie mitgebracht, ja, nochmal da in einem ganz anderen Bewusstsein drauf zu schauen. Yeah. She likes that it's a totally different consciousness to see, you know, who you are and what the children are and what they brought to the planet and all that. I'm not trying to earn to be a good person. I'm not trying to earn to be perfect. We already are. Mm-hmm. I don't have to work at being those things. Yeah.
Also er sagt, er muss sich das nicht erst verdienen, dass jemand sagt, ach, das ist aber ein guter Mann, eine gute Person, ja, oder der ist ja perfekt oder sonst irgendwas. Er muss auch nicht daran hart arbeiten, auch nicht an der Beziehung. Also you don't have to work hard on the relationship. No. No flowers? Well, I'll explain that. Er wird's erklären. Okay. Okay, because I love myself. Mm-hmm. I'm not looking for somebody to make me feel love or make me feel better. Mm. I already feel that. Mm-hmm. Also er sagt, er hat dieses Bewusstsein, er ist Liebe, mm-hmm, er liebt sich so mit selbst, also das ich bin Liebe, ja, und er muss das nicht verdienen, indem, yeah, er irgendwas macht, yeah, oder indem ich oder jemand anders von außen das bestätigt, dass er das ist. Das geht ihm nicht verloren, weil er weiß, wer er ist. Ist das nicht eine tolle Aussage? In dem Moment, wenn man weiß, wer man ist und dass man Liebe ist, dass man dann, egal was außen passiert, sich nichts das ist ja auch so eine Kondition, einfach, mhm, wo ganz viele, ich muss das und das tun, damit ich dafür geliebt werde. Ja, mhm, yeah, she really likes that. You don't believe that you have to do all those things in order to be loved or... Hmm. So when you have a relationship, like husband and wife, because I have that already, then she becomes the center of my world. Hmm. She is the focus. And the native world knows that no matter how much love you give a woman, she will always give back more. Hmm. Melanie schmilzt gerade. Sorry, ich bin der Übersetzer. Okay. Also, Michael erklärt, weil er weiß, wer er ist. Und Liebe ist, kann er sich's leisten, ja? Zu sagen, meine Frau ist das Zentrum von meinem Universum. Und du hast gefragt, keine Blumen? Yeah. Doch. Blumen und alles andere auch. Ja. Und noch viel mehr. Ja. Aber er ist sehr schlau. Und auf Englisch heißt das, you cannot outgive a woman. Ah, okay. Das heißt, wenn eine Frau sich geliebt fühlt und alles bekommt, was sie braucht, an Liebe, mhm, Aufmerksamkeit, die Frauen geben immer noch mal 100.000 Mal mehr. Ich glaube, das ist in der Natur der Frau. Das ist so. Ich glaube, das müssen wir an alle Männer gerade mal rausgeben. Ja, ne? Bitte, also, schön. Wir Frauen, wir könnten bestimmt noch 40% drauflegen, wenn das Ganze, ne, wir würden, ja, uns überschlagen. Wir würden uns überschlagen, ja, uns, ja? Ja. Ja, und das weiß er natürlich. You, Mann, know that, you're smart. Bist du gut. Yeah. We also have stories about if you give the woman the love that will spark her into being a star in heaven. We literally see her physically becoming a star. And then once she becomes a star, then she's the door for her husband to go with her. Hmm. So I found it interesting in German, the article for door is female. Hmm. I went, there it is, even in Germany. Also das darf ich jetzt auch übersetzen. Gerne. Er weiß und im Bewusstsein der Native Americans, wo er herkommt, die Pueblo-Indianer, Apachen und so, das ist so sein Origin. Es ist der Mann derjenige, der den Funken setzt. Mhm. Ja? Und wenn der Funken überspringt sozusagen, dann geht das Feuer, das Licht der Frau an, mhm, und sie wird dieser Stern im Himmel. Was ist das schön, ne? Und dieser Stern im Himmel, im Kosmos, der leuchtet, mhm, öffnet die Tür. Und als Michael so ein bisschen Deutsch gelernt hat, und dann hat der, die, das, Tür, ja, die Tür. Die Tür. Die Tür ist auch weiblich. Ja. Die Frau ist die Tür, die die Welt öffnet für den Mann, den sie dann natürlich mitnimmt. Durch die Tür. Durch die Tür. Ja. Zu höherem Bewusstsein. Wow.
Aber wie klug, ja, dass das da im Ursprung einfach schon so verankert ist und mit diesem männlichen Bewusstsein gibt, mit dieser Liebe gibt der Mann ja auch der Frau die Möglichkeit, in unendliche Höhen aufzusteigen. Ja, das ist, wie bringt man seine Frau auch in die höchste Form der Schöpferkraft. Und er ist ja auch schon dort, ne? Von Anfang an, die Basis ist ja schon im Urbewusstsein gelegt. Mm-hmm. So, in the original consciousness, everything is already there. Mm-hmm. You know, how you treat a woman and how she can achieve those levels of consciousness with feeling safe, with feeling loved. Mm-hmm. Yeah, it's simple. Ja, ist einfach. Ja, und das ist immer das Beste, ne? Die Dinge sind einfach, ich glaube, wir denken vielleicht auch hier so in Europa vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Der Ursprung, sage ich ganz liebevoll, ne? Das ist schön gesagt. Ja. She thinks that the people in Europe think a little bit too complicated. The first time we came here, I was on the train going from Frankfurt Airport to Kassel. Also als wir das erste Mal gemeinsam in Deutschland waren und vom Frankfurter Flughafen in Richtung Kassel mit dem Zug unterwegs waren, hat Michael zugehört. Now, I don't speak German, but I kept hearing this word in the train over and over on the ride to Kassel. Und immer wieder hat er dann das bestimmte Wort gehört und von allen möglichen Leuten, die da saßen in Anzügen und auf dem Weg waren zum Job und hin und her. Und er hat immer wieder so ein Wort gehört. Er konnte kein Deutsch. Mm-hmm. Und was ist das für ein Wort? So when we got to Kassel, I went, Eva, this must be very important. Ich hab gesagt, das muss was ganz Wichtiges im Zug gewesen sein. What is arbeiten? Was ist arbeiten? Immer wieder hat er gehört, arbeiten. Yeah. Hier arbeiten, da arbeiten, an sich selber arbeiten. Yeah. You have to work on yourself. Das ist auch das schlimmste Gerücht in der spirituellen Szene. Okay. Ja? Du musst unbedingt noch mehr an dir arbeiten. Ja, räumt mal damit auf jetzt. No, ja. You have to be who you are. Ja. Yeah. Sei, wer du bist. Genau. Hör auf zu arbeiten. Ja. Stop. Hey? Ja. Ja. Einfach sein. Everyone's a little different. Mm-hmm. I love gardening. Every one of my trees is a little different. One needs a little bit more water. One needs more sun. Mm-hmm. One needs a little more food. And if I give them what they need, they give me fruit, they give me love, they give me happiness. Mm-hmm. Also damit es nicht zu Missverständnissen kommt, das heißt, einfach sein heißt nicht nichts machen. Ja. Sondern das machen, was man liebt. Was man liebt. Und sich nicht zu was zwingen jeden Tag. Wie er sagt, er liebt es zum Beispiel, bei uns im Garten zu sein. Und dann kümmert er sich um die Bäume, pflanzt die Bäume, räumt die Steine weg, bearbeitet den Boden, pflanzt hier, pflanzt da. Und jeder Baum braucht etwas anderes. Der eine mehr Wasser, der andere weniger Wasser. Und wir haben ganz viele Früchte, Passion Fruit, Papaya, Mangos, ja, Feigen. Da können wir hier on. Mit Äpfeln und Zwetschgen regional. Ist auch wunderbar. Ja. Ne? Auch lecker, ist doch toll. Ja. But we do that with our children. Between the ages of 1 and 5, we watch them to see what kind of being they're going to be. Do they need more protection? Do they need more freedom? Mm. What is it that's going to help them to become who they are? So we watch them, and then as they grow, we provide those opportunities for the individual kids. Also dieses Bewusstsein gilt eben auch für die Kinder, dass man schaut, wer braucht was. Ja. Der eine braucht ein bisschen mehr Schutz, der andere braucht ein bisschen mehr Freiheit. Was sind das für Talente? Was braucht eine jede Seele, um sich voll zu entfalten hier auf der Erde? But it's not too late if you're an Erwachsener. Ja, es gibt ja auch nur gute, Deutsch, ne? Gute Nachrichten auch für die Erwachsenen. Erwachsene. Ist es noch nicht zu spät. Und dieses Erwachsen ist wirklich ein Wort, das gibt es nur in Deutsch. You don't have a word in English, Erwachsener. No. So. Because it means you stop to grow. Ja. Das heißt ja, man hört auf zu wachsen. Ja, ja. Man ist schon erwachsen. Erwachsen. Man braucht ja gar nicht mehr wachsen. So what we do is
look into the vaginas, heart, and see the little kid inside of them, and see what they didn't get as a child, what they wanted and didn't get. And that's how we work with them. And then pretty soon we have, instead of a room of adults, we have a room, a workshop full of 5-year-olds learning to play and learning to be happy with who they are and getting what they need to become who they really wanted to be, not what they were trained to be. Mm-hmm. Also Michael sagt, dass wir sehr oft in das Herz der sogenannten Erwachsenen Teilnehmer schauen und im Herz eine Seele sehen, was haben sie vielleicht als Kind nicht bekommen? Wo sind sie verkümmert, wie ein Baum, der nicht genug Wasser gekriegt hat? Ja. Wo sind sie verdurstet? Wo haben sie nach Liebe gedurstet? Haben nicht das bekommen, um sich so zu entwickeln? Wo wurden ihre Talente übersehen? Wo wurden sie niedergetrampelt sozusagen? Ja. Und wir helfen dort, dass sich das wieder bilden kann, zeigen kann. Er sagt, manchmal ist es so, dass wir einfach einen großen Raum voller Happy Children haben, glücklicher Kinder, die wieder lachen können, die sich freuen können, wo das verletzte innere Kind geheilt ist und wo sie dann, wenn das okay ist, wirklich in das Bewusstsein kommen können, wer sie eigentlich wirklich sind. Ja. Also das ist auch nochmal eine wichtige Information, auf dem Weg zur Schöpferkraft auch einfach auch beim inneren Kind anzufangen, ja, und da nochmal zu gucken, so geht es sicherlich vielen, die das jetzt hören, nicht jeder hatte eine Kindheit in rosa Watte gepackt, ne, gerade hier in Deutschland, vielleicht auch in der älteren Generation, sind dort viele Glaubenssätze verhangen und da ist eine schroffe Erziehung oder vielleicht auch die ein oder andere Ohrfeige mitgekommen und die Kinder sind da einfach, die inneren Kinder sind traurig. Ich habe so oft die Momente auch in Gesprächen, wo mir die Leute erzählen, Kindheit, Liebe. Ich hatte jetzt ein Gespräch, da hat eine Frau gesagt, Liebe, was ist Liebe? Erwachsen, verheiratet, selber Kinder und hat keine Liebe erfahren, vom Ursprung an. I'm going to translate that for him. So she said, in many cases, she talks with people that are just sad. They had a childhood that wasn't, you know, cotton candy, pink cotton candy or so. And especially here, they had a little rough and, you know, slap in the face or more. And most of them never experienced real love. Just, you know, they don't. And then that's what I want to add. Can you elaborate it? The definition of love is wrong because that closes them up to receive love. Maybe you can elaborate there. Well, when I met my beautiful German wife, ich kann dem nur bestätigen. I literally was in the forest and I had been working with my grandfather for a lot of years, so I had kind of disconnected from the normal dysfunctional world. Also, wo wir uns getroffen haben, war Michael die letzten 10 Jahre im Wald und hat mit seinem indianischen Großvater dort ganz andere Sachen gemacht. So, I was used to interacting with nature and fairy spirits and all this natural world that is very real, but very few people will take the time to experience it because they're too distracted with Facebook. Okay, Michael. Ein schöner Vergleich. Also als wir uns getroffen haben, war er ja ganz viel in der Natur und für ihn war es normal, mit den Feen zu kommunizieren, mit den Nature Spirits und ganz anders zu leben. Und die meisten in der westlichen Welt sind abgelenkt von der Kommunikation, Interaktion mit der Natur, mit den geistigen Welten. Und Michael sagt, die sind zu viel auf Facebook. Zu viel auf Facebook, ja. Da kannst du schon recht haben. Man ist ja da auch versucht, ne? Also ich sag mal, ich kann von mir so sprechen. Ich meine, ich liebe Facebook. Ja, es ist eine... She loves Facebook. Sorry.
es ist so ein guter Platz, einfach verbunden zu sein. Aber dennoch merke ich, dass ich zu oft hingreife. Ja? In Zeiten, wo es gar nicht sein müsste, man schaut einfach, ne? Und ist abgelenkt von dem Moment. Mhm. Ja. Yeah, she loves Facebook. If you use Facebook correctly, then it's a positive thing. Most people in America use it as, look at my perfect life, when they have a miserable life. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Also, so wie du es jetzt nutzt, um schöne Sachen zu teilen, deine Einhorntorten und andere tolle Sachen, mit deinen Freunden zu kommunizieren, ist es was Tolles. Mm-hmm. Aber gerade auch in den USA, wo wir hauptsächlich leben, wir nennen es Fakebook. Ja, da ist Fakebook. Und Fake heißt falsch, weil sie tun so, als hätten sie ein super Leben und machen die Selfies und guck mal hier und Smiley Face da, wo sie eigentlich ein ganz schön miserables Leben haben, sagt Michael. Ja. Und da wird eine Welt gezeigt, die gar nicht echt ist. Ja. Und mit Schöpferbewusstsein gar nichts zu tun hat. Da wollen wir dann wieder. Da wird einfach eine Illusion aufgebaut. Ja, ne? It's an illusion. It's a fake book. Yeah. Fake news, fake book. So, Eva started taking me to these spiritual conferences, and I'm looking around. And what I'm seeing is people just wanting to talk and focus on their pain and their fears. They would get around and they would talk about all these problems that they had in their life. Was er am Anfang beobachtet hat, wenn wir auf irgendwelche Workshops gegangen sind oder Konferenzen, ist ihm aufgefallen, dass die Leute gerne über ihre Ängste sprechen, über ihre Schmerzen und sich eigentlich auch gegenseitig dabei übertrumpfen, was ihnen alles Schlimmes passiert ist. Ja, ja, ja. And that would become their story. Und dann haben sie ihre Geschichte. Then they stick to their story. Yeah. Und das ist meine Geschichte. Damit identifiziere ich mich und das bin ich jetzt. Ich bin diejenige, die das und das und das Furchtbares erlebt hat. And that's where my training would be like, we acknowledge when there's pain and there's problems, but we're looking for solutions and we're looking for how to connect to that happy child or create one and put the energy there, because that's where the magic is. That's where the creation comes from. The vaccine is limited. The inner child or the heart is unlimited. Everything's possible. Okay. Und das hat ihn so ein bisschen gestört, oder es ist ihm irgendwie, so, kennst du das wie bei einer Katze, wenn sich das Fell so hochsteigt? Ja, so. Ja. Und hat sich das angeguckt, weil er hat ein ganz anderes Training. Ja, und das ist wieder zurück. Egal, was das für eine Geschichte ist, er respektiert das, acknowledge the story. Mhm. Klar. Aber wo ist der Fokus? Der Fokus ist auf der Lösung. Was ist die Lösung? Und unsere Arbeit führt, wie vorhin schon erklärt, irgendwann auch da wieder hin, unbeschwert, vor den Schmerz, wo noch alles heil war, zum Bewusstsein, du bist heil, deine Seele ist heil und du kannst alles transformieren und egal, was für dir passiert ist, du brauchst diese Schmerzen, diese Belastung nicht mehr mit dir rumtragen. We just did it in a week. It's that's like, schön. We have a 1 or 2 week journeys in Arizona. And we had a German nuclear engineer that came with his wife. And when he came, he was like this for 3 days. Okay. Because he did not want to do anything spiritual. Yeah. Also wir machen ja eigentlich jedes Jahr ein, zwei Mal oder auch auf Anfrage die Arizona-Tour, nennen wir das. Ja. Also Retreats, Seminarreisen in Arizona, wo wir die Menschen mit der Native Culture in Verbindung bringen und so weiter. Was er so gesagt hat, es war ein Mann, der hat ihn jetzt besonders noch hier in Erinnerung gerufen, Hans Gauberg. Seine Frau hat mehrere Workshops schon bei uns gemacht und hat ihn überredet. Wollte nicht alleine fliegen, komm doch mal mit. Ja. Und er ist ein
studierter, hochgebildeter Ingenieur in einem Atomkraftwerk, wo er ganz genau aufpassen muss, dass da nichts passiert. Sehr kritisch, muss er sein, von Haus aus. Und er hat, so wie Michael gerade gesagt hat, die ersten 3 Tage mit verschränkten Armen da so gesessen und ganz kritisch geguckt, was machen wir denn hier eigentlich? Well, all we did was have fun. Und alles, was er gemacht hat, wir hatten einfach Spaß. Yeah. Yeah. And after about the 4th day, he's like, this is fun. And he forgot about this. And he was just having so much fun that he was able to start being a kid again. Und er ist dann so aus seiner Atomkraftwerkhülle herausgekommen, ja, aus der Schutzhülle und hat wieder Spaß, ja, wenn wir getrommelt haben, getanzt haben, im Wald waren und mit den Natives uns getroffen haben, und er konnte wieder Kind sein und ist das schön, und aufatmen, weil es ist ja anstrengend, so ein kritischer Erwachsener zu sein, der perfekt sein muss. Es ist ja ein super anstrengender Job. Yeah, and this last April, him and his wife came to redo renewing of their wedding vows, and I showed him how to do a sacred circle and invite his wife into the center and make her the center of his universe, and he was all nervous, but he did an amazing job of doing this ceremony and making it special for his wife and him. Okay. Also, vielleicht sollte ich dazu sagen, I'm gonna add, they come back every year. Also seitdem sind sie jedes Jahr wiedergekommen, waren schon, glaube ich, 5 oder 6 Mal bei uns. Wie schön. Er liebt es, seine Frau liebt es, sie lieben es da zu sein. Jede Tour ist immer anders und neu. Und wir machen auch öfter Hochzeitszeremonien, ja, in Sedona zum Beispiel, dort auch, wo wir geheiratet haben. Sehr wunderschön. Traum. Sedona ist sowieso. Und sie sind jetzt seit 35 Jahren verheiratet. Und was man in Amerika oft macht, ist renewing the vows. Das heißt, einfach nochmal heiraten, einfach nochmal die Liebe erklären in der indianischen Zeremonie, wo Michael und ich durchgeführt haben. Und eben mit dem anderen Bewusstsein, ja, dass seine Frau das Zentrum seines Universums ist. Es war ein wundervoller Moment, eine wundervolle Zeremonie. Fühlt sich auch so an, das machen wir sehr gerne. Großartig. Also eigentlich ist ja die Grundaussage, dass es ums innere Kind auch wieder geht, sich an das Kindliche zu erinnern und von da aus zu schöpfen, so spielerisch zu sein. Ja, ist das so? She said that your main point is to come back to the inner child and start with the creation again from there. Yeah. The inner child concept in Native culture is different than Western. Because when you say child, you think of a helpless person that can't do anything, they're a child. Hier muss man vielleicht noch ein bisschen unterscheiden, wenn er vom inneren Kind spricht oder wie es in der europäischen Kultur das innere Kind so gesehen wird, weil es ist nicht dieses hilflose kleine Kind, das da irgendwie irgendwas macht, sondern er hat ein ganz anderes. Maybe you tell him about the Apache children. We look at it as the ability to have the creative force that they're connected to. Like if you take a child before they go to kindergarten, and you ask them to draw a picture of a house, they'll draw it in the ocean, they'll draw it in the sky, they'll draw it in a tree, they'll draw it, all these different possibilities. Okay. It's that kind of ability to see all kinds of possibilities. Also was wir hier meinen, was er meint und ich auch, ist diese gottgegebene oder von Natur aus gegebene Verbindung mit der Schöpferkraft, die wir alle haben. Wenn man, es wurden Studien betrieben, dass man Kindern die Aufgabe gibt, bevor sie in Kindergarten oder Schule, Vorschulalter, ein Haus zu malen. Ja. Und dann haben manche Kinder haben ein Haus gemalt unter Wasser, im Ozean oder in den Wolken oder im Baum. Also ganz verschiedene Szenarien, unlimitiert.
so wie sie es gerade mit ihrer Schöpferkraft empfunden haben. Ich würde sagen, downgeloadet haben. Ja, so kreiert haben. Yeah. Now the difference between the old native training and the modern Western world is that that child will be encouraged to continue on with those abilities as he or she becomes an adult. In the westernized world, they take that child that was able to do that, and after 6 months of kindergarten, they only draw a house that's square, with two windows, one sun, maybe a fence, they're the same. Ja, also was wir hier meinen, ist diese Schöpferkraft, dieses unlimitierte Bewusstsein weiterzutragen, egal wie viele Jahre man alt ist, sondern zu sagen, okay, ich bin bewusster Schöpfer, ich kreiere ohne Limitationen, ohne eingeschränkt zu sein. Und in dieser Studie kam eben raus, sobald sie 6 Monate lang dann in der Schule waren und gelernt haben, was richtig und was falsch ist, dann haben diese Kinder die Aufgabenstellung ganz anders durchgeführt. Sie haben dann, so wie das ist das Haus vom Nikolaus genau, gemalt, mit dem dreieckigen Dach, vielleicht noch einen Zaun drumherum und haben gelernt, das ist richtig. Ja, ich verstehe. Und da ist eben die Begrenzung. In dem Moment ist im System die Begrenzung geschaffen. Da ist im System die Begrenzung geschaffen. Ja. The system is creating the limitations. Und was ist jetzt so aus eurer Arbeit, aus eurem Moment heraus oder aus dem Bewusstsein, was kann man allen unter eurem Bewusstsein inneren Kindern da draußen mitgeben? Wie kommen wir wieder an diese unlimitierte Freiheit? So if you want to address the children out there who are watching this, the adult children, like, how can you get back to this unlimited way of living, thinking, and creating? My Zuni friend has a saying, stop, look, and listen to what the heck you're doing. Also, ein guter Freund von uns ist einer der Zuni-Ältesten, und er empfiehlt, das ist das, was er zitiert, stop, look, schau dich um und hör zu, was du da eigentlich den ganzen Tag machst und erzählst. Ja, das heißt Selbstbewusstsein, be aware of yourself. Reflektieren. Schau dir das an. And if you start seeing places you're in fear or in pain, then you need to replace them with fun things. Und wenn du dann stoppst und guckst und merkst, ich bin den ganzen Tag in Angst, ich bin den ganzen Tag im Schmerz, dann geht es darum, den Weg wieder zu finden zum eigenen Licht, wie ich sage, zur Liebe. Und das ist das, wobei wir helfen. That's what we're good at, right? Das ist eine wundervolle Aufgabe. Great job. Was ist, hast du eine Vision für die Welt, für die Menschen, für die neue Zeit? Do you have a vision for humanity, for the new time, for the new earth? I call it the dysfunctional matrix, is not something that you can change. You can go protest, you don't want pollution, you can do all these things and you're not going to have a positive result. Also hier erklärt erstmal, wie die jetzige Welt sieht. Sieht sie als dysfunctional matrix, das heißt, es ist eine Matrix, wo die meisten Leute drin gefangen sind, die dysfunctional ist, die also nicht gut funktioniert. Yeah. Und die meisten Leute versuchen auf diesem Level die Welt zu verändern. Okay. Sie protestieren, sie marschieren, sie machen alles Mögliche und wollen innerhalb dieser Matrix die Welt verändern. They wanna try to change the matrix on that level. No. What you do is you create something new. On a different level. Yeah, like Elon Musk is creating e-cars.
A few years ago, it was a joke. Mm-hmm. Now yeah. everybody's starting to say, ooh, we want e-cars. Mm-hmm. He didn't go and protest against oil companies. Mm-hmm. He just created something new, and eventually we're not going to have gasoline. Yeah. Also außerhalb dieser limitierten Matrix vom Seelenbewusstsein in dieses unlimitierte Schöpferbewusstsein mm-hmm. gehen. Und er zitiert hier Elon Musk. Das ist der Gründer von Tesla. Mhm. Und er hat nicht versucht, mit irgendwelchen Schildern gegen die Ölindustrie mhm. oder Verbrauch weniger Benzin oder so, sondern er ist komplett rausgegangen aus allem, was bisher existiert, in ein neues Paradigm der Elektroautos ja. und kreiert somit was Neues. Und das ist das, was Michael sagt, dass wir nicht gucken, was hier nicht funktioniert, sondern im Schöpferbewusstsein, auf der Seelenebene, im anderen Bewusstsein, was vollkommen Neues kreieren. Und das ist, wo er die Zukunft der Welt sieht und die neue Erde und die neue Zeit. Das finde ich eine ganz, ganz großartige Aussage. Und ich habe gerade jetzt schon in unserem Gespräch so viele Momente in mir auch selber gespürt, wo ich gedacht habe, ja genau. Ihr habt so recht, ja. Und ich finde es so gut, dass ihr unsere europäische Gedankenwelt jetzt mal so ein bisschen amerikanisiert habt, sozusagen, auch aus dem Ursprung heraus, aus dem Schöpferbewusstsein, da mal einen ganz anderen Blick drauf zu haben, auf das innere Sein. Und das hat mir gerade sehr gut getan. Und ich denke, vielen anderen, die uns zuschauen, jetzt auch von Herzen danke dafür. She enjoyed our different point of view, Americanized view, but from the origin, and she felt really good about it. She's thanking you and me. Well, you're welcome. Bitte, bitte. Danke, danke. So süß. Gern geschehen. Ich danke euch von Herzen für den wundervollen Austausch und eure wertvollen Informationen. Ja, alles Gute für euch und wir sagen danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke an Michael Mora, Eva Maria Mora. Alles Liebe, eure Melanie.